Schönen guten Morgen, liebe Tiefschule. Guten Morgen. Wir drehen eine kurze Runde über die Messe. Es ist nämlich noch 10:30. Um 11 Uhr geht's los. Und das ist die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Und immer der Moment, wo man ganz in Ruhe hier mal durchtingeln kann und gucken kann, was es so für schöne Sachen gibt. Und hier haben wir schon den ersten Stand, hier unser Standnachbar sozusagen. Jens Ritters Domain mit unfassbar schönen Instrumenten und einer Ottifantenstratt, die Otticaster. Und jetzt werde ich an diesem Punkt mal im Nachhinein einschreiten mit einem Voice-Over und das Ganze so ein bisschen kommentieren, was ihr hier seht. Ich muss sagen, dass einfach diese Details dieser unfassbar schönen Instrumente auf diesem Video überhaupt gar nicht rüberkommen. Man muss es einfach mal live gesehen haben und ich rate euch wirklich, allein schon der Jens Ritter Stand mit den Ritterinstrumenten ist schon einen Besuch wert an der Guitar Summit. Vielleicht im nächsten Jahr. Hier haben wir Nick Huber, der auch einen Bass unter seinen Supergitarren hat. Der Jan Terstegen, mit dem ich gerade auf Tour bin, der spielt auch eine Nick Huber Gitarre. Wirklich tolles Ding. Hier haben wir eine Gitarre, die so scheint, als ob sie einfach ein Furnier hat, aber das sind alles einzeln gepuzzelte Muster aus einem Holzfurnier. Also da ist alles zusammengeleimt und zusammengepuzzelt und ergibt dann dieses Wahnsinns-Finish. Ach, schaut mal, wie wir da haben. Guten Morgen, Flo. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen, Flo. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Marco. Sehr schön, jetzt sind wir ja komplett. Na, Sammy fehlt noch. Der kommt morgen. Und es geht weiter mit unseren Freunden von Bassline Bass und ihren tollen eigenen Modellen und vor allem ihrem tollen Modell, dem Warp Bass, wo ihr seht, dass der Korpus ganz durchläuft und übergeht in die Kopfplatte. Ein ganz besonderes Design. Und ihr seht, es gibt wirklich wahnsinnig viele Gitarrenanbieter, Gitarrenbauer, Bassbauer, Effektebauer. Wirklich für jeden Geschmack ist was dabei. Franz Bass Guitars, von denen unser Ralf Gauck, unser Malo Spock Signature Bass Endorser auch einen Fretless Bass spielt. Und hier laufen wir regelrecht auf Frank Hartung und Hartung Guitars zu, der wieder in einer wahnsinnigen Fein- und Kleinarbeit ein unfassbar schönes und edles Gitarrenmodell gebaut hat. Nämlich eine Las Vegas Gitarre, in der er echte Spielkarten verbaut hat. Und wirklich, es ist eine so unglaubliche Feinarbeit, die in dieser Gitarre steckt. In den Knöpfen befinden sich kleine Roulette-Spiele mit echten Feldern. Es ist wirklich kaum zu glauben. Dann geht's auf der zweiten Etage gleich mit Jens Schönitz weiter, den, wie ich finde, weltbesten Akustikbässen. Philipp Moreno aus Brasilien spielt einen solchen Bass und den müsst ihr unbedingt mal checken. Ganz tolle Komposition, fantastisches Spiel. Wir sagen guten Morgen bei unseren Freunden von Lakewood, einer deutschen Gitarrenmanufaktur aus der Nähe von Gießen, die in diesem Jahr ebenfalls einen Bass im Sortiment haben, und zwar einen Shortscale-Akustik-Bass, der ganz schnucklig ist und den wir auf dem Tiefgang-Workshop vor 2 Wochen schon testen konnten. Ein wirklich tolles Ding. Und von solchen Akustikgitarren kann man hier gar nicht genug bekommen. Ihr seht links und rechts, es geht einfach immer was. Hä? Orange? Was machen die denn hier? Die haben sich wohl verirrt. Naja, so findet man also auch auf der Akustikgitarrenabteilung vereinzelt E-Gitarren und E-Gitarrenverstärker, beziehungsweise Bassverstärker. Mach sie mal eine an. Und hier gibt es eine Akustikbühne und die funktioniert dann gleich mit Wireless-Kopfhörern. Ha! Was für eine geile Idee. Also man kann sich einen Kopfhörer nehmen und dann zuhören, wenn die Jungs und Mädels hier Musik machen. Ah, und hier kann man sich sogar Hölzer kaufen. Also wer eine Gitarre oder einen Bass selber bauen will, der wird hier wahrscheinlich fündig. Und es geht weiter. Akustikgitarren links, Akustikgitarren rechts. Wohin das Auge reicht, Akustikgitarren. Und natürlich vereinzelt auch immer ein paar Bässe dabei. Christian Stoll macht unfassbar gute Akustikbässe natürlich auch, das wissen wir. Auch ein sehr schönes Modell, halb akustisch. Alabama, Takamine kennt man natürlich auch. Walden Guitars. Und
Und ich finde eigentlich unsere Boutique-Ebene da unten ein bisschen schicker. Naja, das liegt an den Räumlichkeiten. Hier oben diese Halle, die ist zwar okay, aber naja, ich finde es bei uns ein bisschen gemütlicher in diesem alten Saal. Ah, hier geht's wieder weiter mit ein paar elektrischen Gitarren, aber das hat auch schnell ein Ende. Akustik, Effektgeräte. Sehr gut, und Gitarrenzubehör. Gigbags, auch wichtig natürlich, die dürfen nicht fehlen. Es ist ja auch wirklich fantastisch, wie viele Akustikgitarren im Bauer es gibt. Unglaublich. Eine Welt für sich. Sehen irgendwie alle gleich aus. Das stimmt. Also, die Bauern.